Aufführung zeigen mit zwei Experten über Radioaktivität sprechen. Und es ist mir ein Anliegen, dass wir jetzt vielleicht auch in der Gefahr, dass ich in der ersten oder dass wir in den ersten Minuten vielleicht einige langweilen, zuerst einmal über Radioaktivität als solches reden. Also was ist eigentlich Radioaktivität? Mir ist aufgefallen in dem Film, den wir jetzt gesehen haben, im eindrücklichen Film Radiation. Das wussten die Leute, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie auch genau wussten, was ist eigentlich Radiation. Und die haben jetzt zwei Experten, die sehr, sehr viel wissen. Zu meiner Linken, rechts von Ihnen aus gesehen, ist André Herrmann. Er ist heute Berater für Strahlenschutzfragen und war Präsident der Eidgenössischen Strahlenschutzkommission bis 2012. Das ist richtig. Ja, danke. Zu meiner Rechten Martin Walter. Er ist von den Ärzten für soziale Verantwortung und ist selbst Arzt, nicht Kinderarzt, nehme ich an. Sondern Internist. Internist. Und habe am 1. April die Praxis übergeben. Ich bin also schon pensioniert. Gut, und Sie waren jetzt in Genf, wenn ich jetzt richtig informiert bin? Wir waren in Genf zusammen mit Juristen und haben im Oktober das erste Mal Kontakt, Ärzte und Juristen, und haben im Oktober nach Tokio eine Konferenz mit japanischen Juristen zu organisieren, wo es über Menschenrechte und Menschenrechtsverletzungen gehen wird. Und wir haben in Genf diese Juristen zuerst einmal eingefügt in die Problematik der gesundheitlichen Folgen der radioaktiven Strahlung, damit sie wissen auch, von was sie dann reden. Okay. Dann wäre es jetzt gut gewesen, Sie wären auch hier, weil jetzt reden wir über Radioaktivität. Ich bin nicht sicher, ob die Juristen genau wissen, was ist eigentlich Radioaktivität. André Herrmann, ganz kurz für uns Laien, was ist Radioaktivität physikalisch? Was müssen wir uns da vorstellen? Sind das Wellen, sind das Teilchen, sind das sowohl als auch. Die einfachsten Fragen sind die schwierigsten zu beantworten. Ne? Sowohl als auch. Also Strahlung ist eigentlich eine Form von Transport von Energie von einem Punkt zum anderen. Und die Energie kann in verschiedenen Formen vorliegen. Für unsere Belange erhöht ist es entweder eine elektromagnetische Strahlung, bloß Materiestrahlung, Licht, Infrarotstrahlung und Gammastrahlung. Das sind so elektromagnetische Strahlung. Oder es können auch Teilchen sein. Für unsere Belange Alpha- oder Beta-Teilchen. Teilchen, die eine hohe Geschwindigkeit haben, also viel Energie mit sich tragen und von einem Punkt zum anderen Punkt übertragen. Das ist Transport von Energie. Und wann entsteht denn Radioaktivität? Also jetzt im Fall von Fukushima. Also was passiert denn, bis damit diese Strahlung oder diese Teilchen dann auch verursacht werden? Ja, gewisse Elemente, die in der Natur vorhanden sind, spalten sich spontan, wenn sie der Kern dieser Teilchen, diese Atome, nicht so im Gleichgewicht sind zueinander und die spalten sich spontan. Man kann auch diese spontane Spaltung noch etwas beschleunigen, indem man noch mit einem Bullet, also Neutronen, da drin schießt, also Schuss, okay? Und dann nachher bewegt, da wird der Kern einfach noch instabiler und dann spaltet sich der Atom in Teilchen, die dabei auch noch eine Strahlung aussenden. Mhm. Und entsteht also daher diese Radioaktivität. Jetzt konnte ich mal nicht mehr, ich war selbst sehr aktiv schreiberisch, als Fukushima passierte, ich musste mich da auch reinlesen und ich meine, da kamen dann die ersten Meldungen, zuerst mal ja, radioaktive Wolken und dann kamen dann plötzlich, ja, Cäsium hat es drin, Jod hat es drin, Strontium hat es drin und dann kamen Begriffe wie Alpha, Beta, Gamma und da hat man plötzlich gesehen, ja, Jod ist vielleicht, was haben die für Strahlung, die gehen weiter oder weniger weit, sie gehen durch Papier nicht durch oder sie gehen durch Beton nicht durch, also
Was muss ich da mir noch vorstellen? Ja, also ich habe vorhin von elektromagnetischer Strahlung gesprochen. Also die Gammastrahlung ist elektromagnetischer Natur und diese Gammastrahlung ist reich an Energie, also stark an Energie und kann wirklich durch alles durchdringen, auch Beton, es wird geschwächert, aber nicht total geblockt. Ja gut, nach einem Kilometer Beton haben die bestimmt nichts mehr, aber ich meine, das wird nur gebremst oder geschwächert, aber Gamma drängt durch alle Materialien durch, inklusive Blei, und du brauchst eine große, dicke Wand aus Blei, um eine Gammastrahlung ganz zu stoppen. Welches Element hat Gamma? Jod zum Beispiel? Also die Gammastrahlung ist meistens fast immer eine Begleiterscheinung der Alpha- oder und Beta-Strahlung. Also es ist eine Nebenerscheinung von der anderen Spaltung. Sie besteht auch an sich alleine, aber okay, lassen wir die Details. Also es ist immer eine, also meistens eine Begleitung von der Alpha- bzw. Beta-Strahlung. Okay, und jetzt die Alpha-Beta-Strahlung, ich habe es vorhin gesagt, das sind Teilchen mit hohen Geschwindigkeiten und daher reich an Energie, aber Teilchen. Und Teilchen können durch ein Papierstück oder aber auch ein Stück Haut zum Beispiel gestoppt werden. Aber bei dieser Stoppaktion, da wird viel Energie abgegeben, ne? Das wird da. Auf die Haut wird es nur warm, aber wenn Sie eine Alpha- oder Beta-Strahlung im Körper nahe zu den Zellen haben, dann macht man hier viele Störungen. Man bricht zum Beispiel durch Essen. Mhm. Ansonsten über die Haut und so ist sie nicht so gefährlich. Also wir sehen es sehr komplex. Ganz ein konkretes Beispiel. Im Film haben wir die Schule gesehen. Wir haben so einen sogenannten Hotspot gesehen. Der war mit einem Band abgesichert und da stand dann drauf: Achtung, Danger. Also Achtung, Danger, da nicht rein. Die Kinder hatten einen Abstand von ungefähr einigen Metern. Macht das jetzt Sinn? Oder kommt das darauf an, was dort jetzt für Eichen liegen? Ja, sicher. Also die Alpha-Beta-Strahlung, die kommt nicht sehr weit durch die Luft. Also die kommt nicht zu den Menschen, wenn sie ein bisschen Abstand haben. Okay. Aber die Gamma-Strahlung, die geht sehr weit und nimmt aber quadratisch mit dem Abstand ab. Ja. Das heißt, je weiter weg sie von einer Gamma-Strahlung sind, umso weniger belastet sind sie. Und daher, das ist die erste Maßnahme, Schutzmaßnahme, wenn irgendetwas mit Radioaktivität zu tun ist, Abstand, Distanz. Und das ist also sinnvoll, dass man so Hotspots entsprechend absperrt, damit die Leute nicht so nah können. Und es ist der wirksamste Schutz eigentlich gegen eine Gammastrahlung. Am besten ist noch Blei dazu, aber das haben sie nicht direkt zur Verfügung. Aber Abstand ist richtig. Martin Walter, wenn ich Radioaktivität inhaliere oder ich kriege eine direkte Strahlung ab, was kann denn in meinem Körper passieren? Im Körper passiert auf zellulärer Ebene, also in der Zelle, ist das genetische Material, alles was an Lebendigem passiert, an Stoffwechsel, wird gesteuert von diesem sogenannten Erdgut. Und die Energie, die eingebracht wird in dieses Erdgut, verändert das Erdgut. Es kann zu sogenannten Einzelstrang- oder Doppelstrangbrüchen an der DNA, dieses Erdmaterial, dieser Code, kommen, und es kann dann zu Unglücken kommen wie Krebs. Das ist das eine. Es gibt aber auch Veränderungen an Zellmembranen. Es werden Durchlässigkeiten verändert, es werden chemische Veränderungen hervorgerufen und es werden Radikale gebildet, die sehr aktiv lebendiges Material angreifen. Weiter kann passieren, dass, wenn junge Leute getroffen werden, dass ihre bei den Frauen die Eier, bei den Männern die Spermien verändert werden. Und das nicht im Individuum selber, aber später, in späteren Generationen, Unglücke passieren. So hat Alice Stewart erstmals gezeigt, dass Kinder, die im Mutterleib bestrahlt wurden, später mehr Leukämien hatten. Das ist eine dieser Folgen dieser
Bestrahlung dieser Energieeinbringung in die Zelle. Welches Element, zum Beispiel im Film kam ja vor allem Schilddrüsenkrebs oder diese Zysten vor. Schilddrüsenkrebs, gibt es da ein spezielles Element? Ist das Strontium, Cäsium, Jod? Das ist das Jod. Und zwar wird in der Schilddrüse das Schilddrüsenhormon gebaut. Das ist eine Aminosäure, die heißt Tyrosin, und dort wird Jod eingebaut. Es gibt dann das Thyroxin und das Thyronin. Diese Hormone sind unsere Thermostaten, die regeln den Stoffwechsel. Und wenn jetzt radioaktiver Jod auf den Körper trifft, inhaliert wird, dann geht es mit größter Wahrscheinlichkeit in dieses eine Organ, weil nur dieses Organ Schilddrüse Jod aufnimmt. Natürlich ist es auch sonst, aber es wird in der Schilddrüse konzentriert und so wird dann die Dosis, die radioaktive Dosis durch diese Funktion dieser Schilddrüse konzentriert auf der Schilddrüse. Und das führt zu Schilddrüsenkrebs. Das haben wir in Tschernobyl gesehen, in großen Zahlen. Es sind etwa 2000 Kinder wegen Schilddrüsenkrebs operiert worden. In der Ukraine, in Belarusland und in der Russischen Föderation. Jod hat, glaube ich, eine Halbwertszeit von 8 Tagen. Ja. Wenn ich mir jetzt das überlege, rein jetzt mal hypothetisch, oder es gibt ja jetzt schon die ersten Studien über diese Schilddrüsenkrebsfälle oder Zysten, und gleichzeitig weiß ich, die Halbwertszeit ist 8 Tage. Jetzt rein hypothetisch würde das heißen, wenn jetzt diese Leute innerhalb von 8 Tagen evakuiert wurden, weit, weit weg, dann wären sie außer Gefahr gewesen. Oder ist es überhaupt anders gefragt, kann denn das Jod hier überhaupt so viele Fälle verursacht haben? Ja, die Leute sind ja nicht weggegangen, einerseits. Andererseits haben wir, das Jod wird weit weggetragen durch die Witterung. Wir haben im Tessin anlässlich von Tschernobyl so hohe Konzentrationen von Jod 131 gehabt, dass wir die Milch nicht mehr trinken durften. Wir haben noch, die Milch wurde dann übrigens, das tönt jetzt ziemlich makaber, aber es ist tatsächlich passiert, die wurde in der ganzen Schweiz verteilt. Man hat sie nach Luzern gebracht. Dort ist die gepanscht worden. Nein. Es wurde zuerst in Pulver transformiert und das Pulver gelagert, bis das Jod abgebaut ist wegen dieser Abfall. Also es ist wirklich Milch gepanscht worden. Ich wollte nur das sagen. Weggehen, wie weit weg muss man? Das Tschernobyl ist 1700 oder 1100 Kilometer vom Tessin entfernt und das Jod ist dort angekommen. Aber gemessen, die Dosimeters, die wir jetzt da gesehen haben im Film, da wurde eigentlich nur, hat man gesagt, Cäsium gemessen. Ja. Jod nicht. Jod ist verschwunden. Es ist auch nicht so. Es wurde vorher angedeutet, es kommt immer noch Radioaktivität aus dem Reaktor, es kommt kein Jod mehr heraus. So Radioaktivität wohl, aber kein Jod mehr. Jod entsteht nur, wenn der Reaktor funktioniert. Jetzt. Und bis das Jod, das produzierte Jod abgebaut ist, und dann kein Jod mehr. Also das war meine Frage bei den Japanern. Gibt es eine? Es ist wichtig zu wissen, es kommt kein Jod, also heute Kenntnisstand, es kommt kein Jod mehr. Gegen diese Gefahr des radioaktiven Jodes und für dieses eine Organ Schilddrüse gibt es eine Möglichkeit. Man muss sofort, wenn man denkt, es kommt zur Kernschmelze, muss man vor allem den Kindern, aber auch den Erwachsenen Jod verabreichen. Dann ist die Schilddrüse, wenn man genügend hoch dosiert, total blockiert von diesem nicht radioaktiven Jod, und das radioaktive Jod, das man aufnimmt mit Nahrung oder mit Inhalation, kommt gar nicht an die Schilddrüse heran. Man kann wirksam verhindern, dass es Schilddrüsenkrebse gibt. Und es wird dann immer wieder gesagt, es sei gefährlich, so viel Jod zu verteilen, es gäbe Nebenwirkungen.
In Polen hat man Millionen von Leuten nach Tschernobyl Jod gegeben, es ist nichts passiert. Also das ist eine ungefährliche, hochwirksame Maßnahme, aber nur für die Schildkröte. Wir haben ja dann noch einige Leute aus Japan, wir können auch noch den Jan fragen, wieso, soviel ich weiß, wurde ja nicht in vielen Präfekturen und in Präfektur Fukushima keine Jodtabletten verteilt. Das finde ich die ganz große Katastrophe, die Regierung. Wieso das passiert ist, das ist, weiß nicht, ob Sie es wissen? Fürchterlich. Oder ahnen? Ja, ich ahne es. Nein, es ist bekannt, in wenigen Fällen, in wenigen Gemeinden hat man es verteilt. In vielen Gemeinden waren die Jodtabletten vorhanden, aber wurden nicht verteilt, weil der Auftrag kam nicht von den Politikern. Also das Problem ist, dass es fehlte an Management, um die Leute mit Jodtabletten zu versorgen. Das wäre das Allerbeste gewesen. Also ein Organisationsproblem? Dann ja, Kommunikation, Organisation, ich weiß okay. Es nicht so. Was mir aufgefallen ist, der erste Satz im Film von Jan, da war dieser Vertreter der Gesundheitsbehörde. Der hat auf die Frage von Jan, sagen Sie die Wahrheit, hat er gesagt, da gibt es eigentlich nur Wahrscheinlichkeiten. Hat unter anderem gesagt, hat er auch gesagt, Wissenschaft ist nicht, kann ich nicht kontrollieren oder können wir nicht kontrollieren und sie ist nicht immer exakt oder sie stimmt nicht immer. Eigentlich hat er die Wahrheit gesagt. Nein, bezüglich dieses Jodes nicht. Hat er bewusst gelogen. Das weiß er, er ist Endokrinologe, Schilddrüsenspezialist. Das hätte er nicht sagen dürfen. Er hat nicht die ganze Wahrheit. Er hat vielleicht gesagt, ich sage nicht alles, er hat nicht gelogen, so, aber was wirklich für mich an diesem Mann daneben ist, ist, dass er nicht der Bevölkerung gesagt hat, ihr hättet Jod bekommen sollen. Ich habe einen Dosimetristen, einen Physiker aus Kyoto getroffen, dessen Eltern waren Opfer des Atombombenabwurfs von Hiroshima, Überlebende, und er ist selber Associate Professor in Kyoto, und er ist der Mann, der Itatemura zur Evakuation gebracht hat. In Manaka ist gemessen gegangen, hat der Behörde gesagt, ich habe verlässliche Zahlen, das geht nicht, die Leute dürfen nicht dort bleiben. Und er hat mir gesagt, er schätzt, dass viele in Japan, viele in Japan bis 280 Millisievert auf die Schilddrüse bekommen haben. Er hat das modelliert. Also das ist, die haben gewusst, was sie machen. Also mit anderen Worten, es gab ja einige Stimmen, die sagten, sie sagen uns nicht die Wahrheit. Ich sage jetzt mal etwas provokativ, wissen Sie überhaupt die Wahrheit? Ja, ich denke, er hat da also schon zum Teil recht gehabt. Erstens, die Wissenschaft weiß nicht alles. Und die Wissenschaftler sollen bescheidener sein. Sie meistens auftreten. Also so genau können wir nicht sagen und wissen. Und er hatte recht, wenn er sagt... Konkret zum Beispiel, was können wir nicht sagen oder wissen? Oder müssen wir Modellen und Wahrscheinlichkeiten... Ja, wir arbeiten und denken nur anhand von Modellen. Und die Modellen sind gut, bis sie einmal sich als falsch erwiesen. Also das ist die Wissenschaft. Und heute schaffen wir, ich habe ja von korpuskulären, von elektromagnetisch gesprochen, das sind Vorstellungen, die wir haben von einer Strahlung. Aber vielleicht kommt noch, es gibt nicht jedes 100 Jahre einen Einstein, aber der kommt und stellt alles auf den Kopf. Also zur Zeit haben wir diese Vorstellungen über diese Wirkungen, über diese Art von Effekten, aber vielleicht kommt morgen jemand anderem und zeigt etwas anderes. Also wirklich, die Wissenschaft das Wissen ist beschränkt. Was weiß der Mediziner heutzutage? Waren die Leute zu fest eingeschüchtert? Die hatten ja Angst, die vertrauten niemandem mehr. Für sie war klar, wenn ich A2 bin, dann, es gab da so ein Bild mit diesen Jungen, die eigentlich schon vom Tod sprachen. Das ist natürlich schlimm für diese, das hat mich massiv beeindruckt an diesem Film. Ich war selber in Fukushima mit Susan Boos zusammen, wir sind nicht so nah an die Leute gekommen, wir haben diese Ängste damals im November 2011 nicht
nicht gesehen, nicht mitbekommen. Ich war eigentlich sprachlos nach diesem Film zuerst. Die Abschätzung, was später passieren wird, ist sehr schwierig. Auch was diese Schilddrüsenkarzinome, die schon operiert worden sind, betrifft. Ich denke, dass sich etwas anbahnt, aber im Sinne von André muss ich sagen, ich bin noch nicht sicher, ob es zu dieser gleich großen Epidemie kommen wird wie in Tschernobyl. Ja. Was mir aufgefallen ist, dass die Information der Frauen beschränkte sich auf Zysten. Die Zysten selber sind nicht, werden nicht zu Krebs. Es sind die Knötchen und die haben auch Knötchen, kleine Knötchen. Und diese Knötchen sind das eigentliche Problem. Das sind zum Teil bewiesenermaßen schon papilläre Schilddrüsenkarzinome. Ich habe nicht herausgefunden, wie groß die sind. Ich habe keine Publikation und keinen Blog gesehen über die Größe dieser Tumoren. Waren das Tumoren, die schon operiert werden mussten oder nicht? Da ist eine große Diskussion bei den Schilddrüsenspezialisten heute, wann soll man operieren. Da sind wiederum Relativierung der wissenschaftlichen Kriterien nicht ganz klar. Aber die über 70 Fälle, die der Herr in seiner Ansprache jetzt offensichtlich sind, die jetzt offiziell andeutete, ist das schon ein Indiz, dass jetzt bereits die Strahlung. Für mich, ich glaube, es ist ein Indiz. Ich kann das Beispiel der Ukraine noch einmal von Tschernobyl noch einmal hervornehmen. 1991 gab es eine große Konferenz, das war das International Advisory Committee, das zusammengetreten ist in Kiew und eine Auslegeordnung gemacht hat, was ist passiert in Tschernobyl bis 1991. Und da hat man unter dem Strich gesagt, eigentlich ist nur eine Verunsicherung der Bevölkerung, die hat man Radiophobie genannt, passiert. Und dann, ich war nicht selber an dieser Konferenz, aber ein Freund von mir aus Zürich war da. Und dann ist eine Frau ausgestanden, eine englische Epidemiologin, ich weiß nicht, wer sie war, ich habe das nicht herausgefunden, hat gesagt, Achtung, wir müssen aufpassen, es gibt zu viele kindliche Schilddrüsenkrebse, 1991. Und diese Information kam nicht durch, die war nicht im Bericht erwähnt, nur angedeutet, ja, vielleicht gibt es da dann ein Problem. Und ich kann mich noch gut erinnern, in der NZZ war eine ganze Seite über dieses IAC-Komitee, über diesen Bericht. Und das war Professor Fritz Nickli, die das geschrieben hat. Und der Titel war so ungefähr, außer Radiophobie ist da nichts. Und ein Jahr später sind die Zahlen angestiegen. Das war 1991, Berichte so von 1990, sind etwa 4 Jahre gewesen, bis man das gesehen hat. Also das heißt mit anderen Worten, im Moment kann man noch nicht mit großer Sicherheit sagen, wie sich das entwickeln wird. Es ist einfach ein, zwei Jahre zu früh. Ich würde sagen, ja. Und zwar noch einmal zurück auf diese kleinen Tumoren. Man hatte natürlich in der Sowjetunion die Möglichkeit dieser trickreichen Sonographie, die wirklich jetzt, ich sonografiere selber, ich habe 1984 begonnen. Die Geräte haben sich enorm entwickelt in der Zwischenzeit. Man sieht, man hat 1984 durch den Nebel gesehen, so als Bild. Und heute sieht man exakt, jetzt kann es sein, dass man in der Ukraine und in Weißrussland diese Tumoren gar nicht gesehen hat. Weil man erstens schlechtere Geräte hatte, zweitens hatte die Sowjetunion ein miserables Gesundheitswesen. Die haben gar nicht genug Leute untersuchen können. Und drittens ist diese Technologie so viel besser, dass man vielleicht jetzt früher sieht, dass etwas abgeht.
Es wird auch gesagt, es sei ein reiner Screening-Effekt, dass man jetzt überhaupt mehr Fälle hat früher. Also man hat jetzt halt wirklich ganz intensiv gescreent und jetzt, Sie haben es gesagt, die Apparaturen sind besser geworden, also hat man jetzt halt auch mehr Fälle. Das wird jetzt von den Leuten um Yamashita herum so dargestellt und auch in Publikationen gesagt. Ich kann das nicht bestätigen und nicht ablehnen, dazu hat man zu wenig Wissen. Das ist wieder die Frage der Wissenschaft. Das wird uns, so traurig es klingt, aber dieser Unfall wird uns wahrscheinlich weiterbringen. Ich hoffe etwas, und das ist die Situation in Weißrussland, Ukraine und in Fukushima ist unterschiedlich. Man hat gesehen, dass in Weißrussland und Ukraine und Russische Föderation viel mehr Kinder Kröpfe hatten, also große Schilddrüsen. Große Schilddrüsen gibt es dort, wo ein Jodmangel vorhanden ist. Die sind nicht genügend mit Jod versorgt gewesen. Und wenn dann radioaktives Jod oder irgendein Jod hereinkommt in diese Schilddrüse, wird es hochkonzentriert und die Strahlenbelastung dieser belarussischen, ukrainischen und russischen Kinder war wahrscheinlich bezüglich der Schilddrüse schon deswegen größer als in Japan. Und Japan hat keine Kröpfe, das wurde in größeren Untersuchungen gezeigt, also keine wenige. Und ich hoffe, dass diese Leute, die keinen Jodmangel haben, die Japaner haben mit ihrer Ernährung, mit Meeresernährung, haben wahrscheinlich einen natürlichen Schutz. Und ich hoffe eigentlich, dass das nicht zu diesem riesen Tumor-Epidemie kommen wird in Weißrussland. Und man hätte es ganz verhindern können, hätte man Not verabreicht. Herr Walter, Herr, das klingt alles noch etwas eben. Man weiß einiges, aber doch nicht das letzte Wissen, aber das werden wir wahrscheinlich nie erhalten, das fehlt noch. Fällt mir auch auf, wenn ich die Grenzwerte angucke. Also ich sehe da weltweit verschiedenste Grenzwerte, die unterscheiden sich, EU, Japan, ich glaube die Schweiz hat wieder andere Grenzwerte als sogar die EU. Das zeigt doch auch diese Unsicherheit der Wissenschaft und ist für die Öffentlichkeit ja nicht unbedingt gerade ein Ding, das uns sehr viel Vertrauen entgegenbringt. Ja, die Grenzwerte für Lebensmittel sind aufgrund von verschiedenen Parametern festgelegt. Erstens Essgewohnheiten, also der Teller, das entscheidet, wenn einer viel Gemüse isst, dann muss man in den Gemüse die Noxen, die Radionuklide einfach eher reduzieren. Wenn man wenig Gemüse isst, dann kann man höhere Kontamination zulassen. Nicht? Und jetzt vielleicht eher, das ist ein Kriterium, weitere Kriterien sind, ja, gibt es genug Nahrungsmittel mit weniger Strahlung? Wenn es ja keine sauberen Nahrungsmittel gibt als die kontaminierte, dann nimmt man wieder das als von Hungers zu sterben. Ne? Nein, ich übertreibe ein bisschen, aber ich wollte sagen, es gibt in der Tat viele Kriterien, die dazu führen, dass diese Grenzwerte je nachdem adjustiert oder angepasst werden müssen. Aber doch ein Punkt. Das stimmt, die Schweiz hatte andere Grenzwerte als EU, aber vor dem 9. Februar hat man sich doch den EU angepasst und entsprechend, die Schweiz hat die gleiche Grenzwert vor Fukushima, wie die EU gehabt. Dann kam und da kam Fukushima. Und dann in Japan hat man die Grenzwerte relativ tiefer gesetzt, also tiefer als die EU selbst das vorgeschrieben hat. Man wollte ja die Leute von Japan gut schützen, also besser schützen. Und dann hat Europa müssen sich anpassen. Wir wollten ja nicht die dort nicht akzeptablen Lebensmittel hier importieren und essen. Also dann hat die EU auch die Grenzwerte heruntergesetzt. Die Schweiz auch. Denn Japan nach 2 Jahren hat eine bessere Situation und hat nochmals die Grenzwerte heruntergesetzt. Also von 200 auf 50 weggerückt zum Beispiel. Also ein Viertel. Und dann hat Europa eben, und die Schweiz
ebenfalls nochmals, die Grenzwerte müssen wir absetzen. Also Sie sehen, es gibt keinen Absolutismus, was Grenzwerte anbelangt. Es ist gegeben durch verschiedene Kriterien, die nachher dazu führen, dass man die Grenzwerte möglichst durchsetzt, aber der Realität entsprechend setzt. Also möglichst tief, aber doch entsprechend der Realität. Man spricht von Optimisierung, das ist Optimisation. Und das führt dazu, dass man in der Tat für uns, auch für mich, ist es nicht einfach, das zu verfolgen, wieso zuerst also hoch, EU und nachher Japan tief und nachher nochmals tiefer. Und beim nächsten Unfall geht man ja wahrscheinlich wieder hoch mit den Werten. Also es ist kein sakrosankt Grenzwert, es wird entsprechend optimiert, den Gegebenheiten entsprechend optimiert. Also nicht unbedingt nach Medizinstandpunkt. Ja, auch. Es gehört auch zu den Kriterien. Also das war, es gibt ein Plafon. Also sind ökonomische Standpunkte, weißt du, oder politische? Ja. Ja, also die Ökonomie, die Politik, sicher, aber auch die Realität. Also zum Beispiel, ein gutes Beispiel. Okay. Zur Zeit Tschernobyl gab es eine große Wolke ins Norden. Und dort gibt es ein Volk, die Sami, die von Rindfleisch leben. Und dieses Rindfleisch war so kontaminiert, dass man eigentlich überhaupt nicht mehr essen durfte, das Fleisch. Dann hat man entschieden, ja doch, wenn du einfach diesen Grenzwert, der gilt für Europa, dort durchsetzt, dann haben die Leute überhaupt nichts mehr zu leben. Dann hat man für das Volk eine Ausnahme gemacht und die Grenzwerte erhöht, mit Zustimmung des Volkes. Sie hatten keine Wahl. Also, es machte Sinn. Und dann später hat man das so gemacht, man hat die Tiere vor dem Schlachten gemessen und wenn das Tier einen erhöhten Wert hatte, dann hat man das Tier wieder weiden lassen und man hat nur die Tiere geschlachtet, die tiefere Werte hatten. Und diese da hat man nachher gegessen. Und nach 10 Jahren hat man diese Grenzwerte nochmals gegessen. Also ich will nicht nur wiederholen, aber es ist so. Es ist kein Absolutismus, das ist die Wissenschaft. Ja. Die Ökonomie. Ich nehme an, das ist nicht unbedingt der Weg, den Sie für richtig halten. Realität, Pragmatismus, aber... Meine ich, wenn ich in Ihre Organisation in die Webseite gehe oder in die Paper lese? Ich darf wahrscheinlich gar nicht sagen, was ich jetzt gedacht habe. Ja, sagen Sie es. Doch, das wollen wir jetzt wissen. Ich war einmal in der Phase nach Chernobyl, war ich so böse, dass ich den Satz geprägt habe, Strahlenschutz ist der Schutz der kerntechnischen Anlagen von den aufgebrachten Menschen. In diese Richtung geht es wirklich, es ist aber nicht nur bei der Kerntechnik so, es ist überall so. Es ist in jedem Bereich, auch die chemischen, die Grenzwerte sind mindestens zweischneidig. Ja. Aber wir brauchen sie. Brauchen wir sie? Wir brauchen sie, wenn keine radioaktive Strahlung mehr da ist. Sagen Sie mich, ob ich einverstanden bin damit, dass wir einen Grenzwert von 1 Millisievert zulassen. Ich habe kürzlich eine Arbeit von Kendall gelesen, der hat so eine Meta-Analyse gemacht und sagt, nein, 1 Millisievert ist zu viel, weil wenn wir 1 Millisievert draufgeben, dann haben wir doch noch eine 12%ige Erhöhung der Leukämien. Also vom medizinischen Standpunkt aus müsste der Grenzwert, was Radioaktivität betrifft, nur zusätzlich zur natürlichen Strahlung sein, weil auch die natürliche Hintergrundstrahlung ist sicher dafür verantwortlich für einen Bruchteil der Krebskrankheit. Ja, also sicher, wenn ich darf das einspringen. Also Radon ist klar, das ist aus der Natur und Radon verursacht bis 10% oder 8-10% der Lungenkrebs. Krebse, also zuerst Zigarette, klar, aber dennoch Radon. Etwa 10%, also doch, die Natur ist nicht ein Alibi, um nachher etwas mehr zu erzeugen. Einverstanden? Also nicht nochmal, sonst ist der Topf voll und das Wasser geht rüber. Ich finde es sehr verständlich, dass die japanische Bevölkerung
eigentlich das Vertrauen verloren hat. Irgendwo ist das klar nach so einer Katastrophe. Die Frage, die ich jetzt stelle, was müsste ich, glaube ich, habe fast keine Antwort darauf. Wie kann man in Japan wieder Vertrauen herstellen? Die Wissenschaft weiß nicht alles, Grenzwerte sind verschieden. Die einen sagen das, die anderen sagen das. Man weiß eigentlich gar nicht, was ist die Wahrheit oder gibt es noch eine Möglichkeit? Es gibt einen Ansatz, den habe ich zusammen auch auf dieser Reise mit Susan Bos erlebt. Wir sind in Kyoto in eine Siedlung gefahren, da sind 70 Familien in ehemaligen Beamtenhäusern von Kyoto, die eigentlich hätten abgebrochen werden müssen. Da sind die Häuser wieder hergerichtet worden, Wohnungen gemacht worden. Und da haben wir eine Frau getroffen, die ist mit ihrer zweijährigen Tochter am 13. September aus Fukushima nach Kyoto gereist. Und das ist eine Gruppe, die nennen sich freiwillige Evakuierte. Und zuerst haben die nur 2 Jahre bekommen. Kyoto ist nicht belastet, oder ich weiß nicht, ob es jetzt andere Zahlen gibt, aber und offenbar gibt es in Japan eine Tradition dafür, dass sie sind quasi vorbereitet, dass für kurzfristige Katastrophen, Erdbeben ohne solche Verfolgungen, nehmen sie in verschiedenen Gegenden des Landes, nehmen sie die Leute bereitwillig aus und versorgen sie. Und aus diesem Modell dieser Yuko Nishiyama mit ihren, sind übrigens meistens sind die Frauen mit den Kindern in Kyoto, es gibt nur ein paar wenige Männer, die Männer sind in Fukushima und in ihren Orten geblieben, um Geld zu verdienen, um das Haus abzuhalten zu können und so weiter. Und dieser Ansatz wäre für Japan, für mich, dass man jetzt wirklich die Wahrheit sagt über das, was passiert ist, und dass dann die Leute für sich entscheiden können, ich gehe jetzt weg und du, japanischer Staat, ermöglichst mir dieses Weggehen. Du gibst mir Arbeit, du gibst mir eine Wohnung und du gibst für meine Kinder Nahrung, die nicht belastet ist, und du gibst mir Schulen für diese Kinder. Das ist ein riesen ökonomisches Problem sicher, aber das wäre für mich ein Ansatz. Und diejenigen, die bleiben wollen, die sagen, das Risiko ist klein, es ist auch objektiv klein bezüglich Krebskrankheiten. Für diejenigen, die bleiben wollen, die können bleiben. Keine Zwangsevakuierung, keine ganz strengen Grenzwerte, aber auf freiwilliger Basis müssten die Leute weg können. Ich habe die Situation in der Ukraine beobachtet. Ich war im 89 in Polyeskoi, dann 91 habe ich einen Monat im Spital in Polyeskoi gearbeitet und war 96 wieder dort. Polyeskoi ist 50 Kilometer west-südwestlich vom Reaktor von Tschernobyl und war gerade so an der Evakuationsgrenze. Man hat den Leuten gesagt, ihr könnt bleiben, dann hat man wieder gesagt, ja, vielleicht müsst ihr eher weg, wir können bleiben, hin und her, bis man schließlich bemerkt hat, dass die Leute weggelaufen sind. Ich habe das, es waren etwa 16.000 Einwohner vor dem Unfall, als wir da waren im Jahre 91 waren es noch 12.000, 1996 waren es noch 700. 1997, 60. Also die sind von selber, hat sich diese Region dynamisch depopuliert. Und ich könnte mir vorstellen, wenn dieser Leidensdruck so bleibt, wie wir ihn jetzt in diesem eindrücklichen Film gesehen haben, dass ein Teil der Leute einfach sagt, da bleiben wir nicht, wir gehen weg. Das werden wir nachher noch im Plenum oder im erweiterten Plenum diskutieren. Ja, Sie wollten noch. Ja, ich wollte ergänzen. Ich wollte doch sagen, man kann also, die Regierung kann schon das Vertrauen schließen, alle AKWs. Dann hat man wieder das Vertrauen gewonnen. Aber einfach. Aber im Moment wieder die Sperrzone wieder geöffnet, das kann ja wohl nicht unbedingt vertrauenswürdig sein. Da weiß ja wahrscheinlich jeder, dass dort
immer noch sehr hohe Werte sind. Jetzt ja, also geöffnet. Man hat dann auch gesehen, sie versuchen zu dekontaminieren. Also es ist eher ein Business als eine ja. Tatsache im Sinne Dekontamination. Die Dekontamination geht vielleicht, wenn man schnell genug, kurz nach der Deposition, versucht, bei der glatten Oberfläche wie Beton oder Makadam, Straßen und so, das geht. Aber wenn Sie ein bisschen warten, dann drängen die Radionuklide in die Masse, binden sich chemisch. Und du kannst höchstens vielleicht ein Zehntel heruntertragen, aber grundsätzlich ist eine Dekontamination nicht richtig machbar. Bon, du kannst auch die ganze Bodenschicht abschaben, das haben Sie auch in Tschernobyl gemacht, direkt abschaben und wohin mit, das ist eine andere Frage. Und dann reduziert man wohl, aber es bleibt einfach kontaminiert. Und es wird kontaminiert bleiben. Gut. Ich habe Sie, die japanische Behörde in Fukushima, gefragt, ob es Waldbrände gibt, und zwar deswegen. Um den Reaktor von Tschernobyl gibt es immer wieder Waldbrände. Und diese Waldbrände nehmen die Radioisotope, die dort gelagert sind, in die Luft und die werden wieder verbreitet. Mhm. Die Japaner haben mir dann gesagt, nein, wir haben keine Waldbrände, aber wir haben jedes Jahr Taifune. Sie müssen sich vorstellen, wenn ein Taifun vom Pazifik her kommt, dann gibt es zwischen diesem AKW und Fukushima ist eine der südlichsten Gegenden der Welt, die ich gesehen habe, gibt es einen Hügelzug so ähnlich hoch wie der Jura. Und auf diesem Hügel sind die Isotopen und die werden vom Wind immer wieder in die bewohnten Gegenden, in die Region Fukushima, Koriyama, hineingetragen. Also man dekontaminiert heute und hat nach einem solchen Sturz wieder die gleichen Werte wie vorher. Es ist eine Sisyphus-Arbeit. Meine letzte Frage an Sie, meine Herren, bevor ich da öffne, ist, um noch auf die Schweiz zu kommen. Sie haben vorhin gesagt, wahrscheinlich lernen wir etwas. Das hat man nach Tschernobyl auch gesagt. Wahrscheinlich lernen wir etwas. Was lernt die Schweiz? Etwas haben wir etwas gelernt. Wir steigen aus, möglicherweise. Wir werden dann noch sehen. Aber wir haben es immerhin, der Bundesrat hat es. Das ist die erste Lehre, die ist wichtig. Jetzt, es ist nur der Kalender, worüber jetzt gestritten wird. Aber was lernen wir sonst noch? Was lernen wir sonst vor allem? Nein, wir haben noch etwas gelernt und wir haben, also es gibt eine internationale interdepartementale Arbeitsgruppe, die alle diese, ich wollte fast sagen, schlauen Leute haben sich überlegt, was kann man aus Fukushima lernen und auf die Schweiz übertragen. Und unter anderem ist die Jodtablette-Geschichte, aber dafür haben wir uns wirklich eingesetzt, unsere Kommissionen, die Strahlenschutzkommission der Schweiz, dass diese Jodtablette im Voraus an viel weitere, größere Zonen verteilt werden an die Bevölkerung. Nicht erst, wenn es ja langsam gefährlich wird, dass man die Tabletten verteilt, sondern im Voraus. Und das wurde jetzt entschieden. Mit dem 1. März ist eine neue Verordnung, Jodtablettenverordnung, in Kraft getreten. Und bis 50 Kilometer um die KKWs werden sämtliche Haushalte, also Personen, je eine Jodtablettenpackung erhalten. Also bis das im Gang ist, das braucht seine Zeit. Aber das ist zumindest politisch entschieden. Es wird die Vorverteilungszonen wird vergrößert. Ab wann würde dann verteilt? Ja, wann? Also jetzt wahrscheinlich passiert dieses Jahr schon. Ah, ich habe das zu Hause. Nicht erst, wenn man das Gefühl hat, jetzt passiert was im Markt. Sie hätten zu Hause und die Städte wie Zürich oder Basel oder so hätten wir in der, also das war das Szenario, in 12 Stunden hätten wir 180.000 Leute müssen bedienen mit Jodtabletten, verwendet, das geht nicht. Und deswegen ist es also eine gute Lehre und eine gute Entscheidung der Politik, dass man jetzt die Jodtabletten jetzt viel breiter vorverteilt in der Bevölkerung. Das ist die eine Lehre. Es gibt noch weitere, aber das ist eine wichtige Bericht. Herr Walter, eine Lehre, etwas angepasst an die Idee in Japan. Ich meine, wir reden eigentlich in der Öffentlichkeit immer sehr viel über Grenzwerte, über Millisievert und Becquerel etc. und über Modelle. Aber was der Film ja schön gezeigt hat über die sozialen Folgen nach so einer Katastrophe, da wird eigentlich fast nie geredet, nicht in den Medien, nicht in der Öffentlichkeit. Und
Vor allem sehe ich auch auf Ihrer Website sehe ich keine Sozialstudien in diese Richtung. Die Soziologen sind vielleicht da noch gar nicht eingestiegen. Aber was können wir lernen in der Schweiz in dieser Hinsicht? Oder wird das überhaupt diskutiert? Wie geht man vor? Oder überrumpel ich Sie jetzt? Wir haben im Jahr 90 eine Publikation Großkatastrophe in Kleinstadt wurde von Physikern Darmstadt und Peter Meyer gemacht. Das ist durchaus studiert worden, modelliert worden, diese Großkatastrophe in Kleinstadt. Das wäre eine Vernichtung der Schweiz. Aber ich habe noch eine andere Geschichte. Ich habe dann einmal dem Herrn Kiener, dem Energiedirektor, gesagt, ein Buch geschenkt, um ihn zu pushen. Er soll jetzt vorwärts machen mit dem Ausstieg, habe ich geschrieben. Der Gorbatschow hat dem Honecker gesagt, wer zu spät kommt, der bestraft das Leben. Passen Sie auf, Herr Kiener, das könnte Ihnen auch passieren, wenn Sie jetzt nicht dafür sorgen, dass dieser Zeitplan möglichst straff geführt wird. Und in diesem Zusammenhang, in der Schweiz verhaben wir das älteste Atomkraftwerk, das noch läuft auf der Welt. Das gehört abgestellt zu Beton. Das wäre ein guter Punkt. Also, jetzt möchte ich die Runde öffnen. Jan, please. Die Beatrice ist so, weil wir synchron übersetzen. Falls Fragen an Jan sind, ihr könnt also in Deutsch stellen oder in Englisch. Es gibt einige Fragen, denke ich mir, oder auch Bemerkungen, gerade von der japanischen Seite. Es gibt ja einige Japaner, die hier sitzen und vielleicht auch noch eine Ergänzung zur Diskussion geben können. Zum Beispiel Vertrauen schaffen, ist das ein gangbarer Weg, den Martin Walter hier skizziert hat für Japan. Ich nehme an, es ist für jedes Land, wird das etwas anders sein, weil die Kulturen anders sind. Also, die Runde ist offen. Fragen? Bitte? Wir haben die Katastrophe in Lysons gehabt, eine Kernschmelze und zur gleichen Zeit und vorher 2000 Atomversuche in der Atmosphäre. Was ist von dem noch geblieben? Was sind für Spuren vorhanden? Also physikalisch? Physikalisch, nicht? Okay. Ja, ich kann eine Antwort geben. Also, Sie haben recht, Lausanne ist eigentlich die erste Kernschmelze der Welt. Es war zwar ein Forschungsreaktor und deshalb vom Gehalt an Uran ist es relativ klein. Und deswegen ist nichts als zu schlimm passiert. Zur Zeit von Lausanne ist einiges an Radionuklid freigegeben worden, aber auch damals hat die Schweiz geschweigt. Wie die Franzosen zur Zeit Tschernobyl nicht passiert, die Wolke hat gestoppt, das gleiche war zur Zeit Lausanne. Heute, Sie fragen, ob heute, also heute gibt es immer noch gewisse Rückstände dort unten und insbesondere Tritium. Und das Tritium ist vor kurzem ausgebrochen, wieso auch immer, viele Regen und so, und dann das Tritium ist ins Fach gelangt. Zwar die Aktivität ist nicht massiv, aber deutlich höher, als sie von der Natur her vorkommen sollten. Also es liegt immer ein bisschen, aber nicht gefährdend, aber messbar. Und Sie fragen zu den Bomben, ja, und diese Cäsium-137 von den Bomben sieht man heute immer noch, sowohl in der Milch der Alpen zum Beispiel, es hat ein bisschen Cäsium von den Bomben, der kann man unterscheiden von Tschernobyl und von Fukushima, aufgrund von diversen Parametern. Es hat also noch Strontium-90 von den Bomben in der Erde, also im Gras, also in Milch. Aber sehr wenig. Es ist messbar. Aufpassen. Wir können es messen, aber es ist sehr, sehr wenig. Aber Sie haben gefragt und ich habe es beantwortet. Es hat nur Spuren. Ja, ich habe letztes Jahr Pilze aus dem Buch Eckbert ins Labor von André Herrmann bringen lassen. Und ich habe deutlich erhöhte Werte messen lassen können. Was heißt das, deutlich erhöhte Werte? Ja, es waren 160 Becquerel pro Kilogramm. Ja, also es und was heißt das? Ganz geringe Strahlenbelastung. Also, das ist also es ist so, es ist heute Ubiquität, kann man sagen. Wie das Blei, von der Zeit der Bleibenzin,
das Cäsium ist einfach überall vorhanden. Die ganze Welt hat Cäsium in den Boden von den Bomben. Und die ganze Welt hat, also zum Beispiel die industrialisierte Welt, hat Blei im Boden. Das ist einfach l'héritage de notre société. Aber nicht in der Menge, die jetzt gefährdend ist. Okay. Nächste Frage. Some people ask me, and I wanted to say something because we talked about the very low levels of radiation, and people have asked me when they watch the film, what is a safe level? What is the, we talk about thresholds and about the Japanese government raising the threshold, and I have just come back from 3 days at a conference by IPPNW, the International Positions for the Prevention of Nuclear War, and I learned many, many things, but the main thing that I learned is that there is no safe level. Any level of radiation exposure carries some risk. Even if it's very small, there is a risk. And so we talk about this level is very low, but we really don't know how people or animals are affected by long-term exposure to low radiation. Da würden Sie niedrig. Da wollte ich eigentlich noch diskutieren, aber dann. Thank you. Ja. Herr Herrmann, als ehemaliger Präsident der Strahlenkommission. Ja, nicht nur, ich war auch Kantonschemiker und ich musste diese Grenzwerte kontrollieren, ob sie eingehalten sind oder nicht. Es gibt. You are right. You are right. As low as possible. And if it's not possible, you have to take some radioactivity in your body. That's the point. But you are right, there is no safer value. Jedes Becquerel kann Schaden verursachen. Chaque radiation fait des dégâts. Oder? Jede Strahlung, oder? Was macht die? Jede Strahlung macht Schäden in der Zelle. Nur die Zellen kann reparieren. Ein bisschen viel weniger. Und je nachdem, wie gesund und fit sie sind, sie können mehr oder weniger Radioaktivität verkraften. Und wenn sie zu viel haben, dann sind sie krank. Es gab ja von Ihrer Organisation, ein Kollege hat ja diese Niederstrahlungsexpertise oder Untersuchung gemacht rund um AKWs in Deutschland und ich glaube sogar in der Schweiz auch. Und das kam ja bei den, sag jetzt mal, bei den Hardcore-Physikern überhaupt nicht gut an. Das Urteil war von sehr gut bis, da ist was total falsch gelaufen, da ist Betrug, das kann überhaupt nicht stimmen. Die AKW-Betreiber haben gesagt, wir sind Faktor 1000 weiter unten, das kann doch nichts bewirken in unserem Körper. Haben Sie diese Studie in der Kommission auch vorgelegt? Damals? Oder haben Sie ein Echo bekommen von dieser Studie? Es ging ja sogar weiter, dass man, und das fand ich ja dann auch nicht so wissenschaftlich, aber ging auch in die Medien, das waren diese Zeichnungen, die gemacht wurden von Insekten, glaube ich, weiß ich. Ja, nicht. Das sind nicht wir, Entschuldigung. Nee, aber ich habe es in einem Vortrag von einem Kollegen von Ihnen auch gesehen, aber das was auch immer. Also da muss ich noch etwas beitragen aus Japan. Es gibt einen Schmetterling, ich kann den nicht benennen jetzt. Und da hat man wirklich in 3 aufeinander oder 4 aufeinanderfolgenden Generationen gesehen, dass diese sehr kleinen Strahldosen diese Tiere erheblich stören. Das ist wissenschaftlich publiziert, es ist molekularbiologisch abgesichert. Und was Sie jetzt gesagt haben mit den Insekten in der Schweiz, das hat Cornelia Hesser, das ist eine wissenschaftliche Zeichnerin, die ist, hat bei Feuerwanzen die Flügel untersucht, die haben vor allem deformierte Flügel. Also das ist ein Effekt. Aber da hat man nie, das ist Kasuistik, das ist nicht Statistik, also sie ist überzeugt davon, aber es ist Kasuistik. Mhm. Aber Sie würden sagen, Niederstrahlung, ganz wenige Strahlung kann zum Beispiel bei Föten oder bei Embryos tatsächlich Wirkung haben. Meistens die Wissenschaft. Man liest man ja auch. Und da möchte man ansetzen. Es gibt zwei
größere Arbeiten jetzt im Niedrigdosisbereich. Das sind Arbeiten mit Nachuntersuchungen nach Computertomographie von Kindern. Eine riesige Studie mit 680.000 Kindern, die irgendeinmal unter 19 Jahren eine Computertomographie gehabt haben, hat man verglichen mit Millionen von Kindern, die keine Computertomographie haben in Australien. Das gibt etwa auf eine Computertomographie, auf tausende Computertomographie einen maligen Tumor. Dann gibt es eine Studie aus England, die ist im Lancet publiziert. Das sind neuere Studien, die haben nachgewiesen, dass es Hirntumoren und Leukämien gibt. Und zwar bei Dosen von etwa 5 Millisievert. Also man kommt jetzt bis auf 3-5 Millisievert herunter. Das ist wichtig zu wissen, weil aus dem Lifespan-Study von Japan, von diesen Bombenüberlebenden, ist man nur bis auf Dosierungen von etwa 100 Millisievert runtergekommen. Und dann hat man darunter hat man keine Belege gehabt, ist das gefährlich oder nicht. Und daher rührt diese ganze Diskussion darüber, ob es nicht einen Schwellenwert gibt, also kleine Strahlendosen, die gar nichts machen, zum Beispiel 5 Millisievert, oder ob es sogar einen Benefit gibt. Und ich glaube, diese Diskussion ist mit diesen Untersuchungen in England und Australien erledigt. Es gibt keine sichere Dosis, was der Jan vorher gesagt hat. Das ist wirklich ganz wichtig. Es gibt keine Schwellendosis. Also dann dürften eigentlich keine AKWs mehr gebaut werden, schon aus diesem Grund. Weil rund um AKWs haben wir diese niederschwellige Dosen, oder? Wie ist das so? Das ist das eine, das andere sind die Abfälle. Die ja, produzierte. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Seid ihr da einverstanden? Ja, ich denke, das Potenzial von AKWs ist wirklich sehr groß. Und wenn es mal losgeht, dann ist bestimmt mit negativen Effekten zu rechnen. Die gesundheitlichen plus noch die psychischen sowieso. Man hat ja gesehen, das ist sogar die. Nächste Frage. I'm coming after. I have a question for Johan Fötter. I would like to thank you for this excellent film. It was really very moved and it opened a new perspective for me. Very interesting. I'm very much interested also in the economic effect of this catastrophe. We have seen people who are forced to go back because they probably own a home there, and I expect it will be similar to as here in Switzerland, where they have mortgages on these homes and they have to pay them back and everything. So they are forced, really forced to go back there with their children. For me, this is one of the most scary scenarios, because I'm privileged to also own a home very near a nuclear power plant, and I know I would have to make the same decisions and so on. So my question goes in this direction, and I would like to ask, are there any studies as to how much the homes have lost value, or are there any you know, market indicators, or does a market still exist at all with homes? And because I think many of our politicians and decision makers are very much you know, motivated by money alone, so it would be very interesting to open that venue and really document and show how much money is destroyed, you know, value. Of course, it's not about money. It's not for me about money, but I think that decision makers would be influenced by that kind of information. It's an excellent question, and it's complicated. It's not easy to answer quickly. There are a few things that are culturally different.
in Japan than in Europe. One of them is that it's not as common to sell your house and to move somewhere else, just in general. People, especially in the countryside, have lived, their family has lived there for generations. And so that's also one thing that keeps them there. So the idea of selling a house and then buying a used house is not the same as it is in Europe, where you have houses maybe that are a couple of hundred years old. In Japan, houses are built generally to last 30 years, and then they knock them down, and then they build new ones on the same spot. So this idea of a house losing value, I think, is going to be a little bit different in Japan than it is here. But saying that, your question is still very important, which is, when people evacuate, then the area loses the taxes for those people. And so they want to keep people in the prefecture or in the cities, because when the people leave, they're going to lose their tax base. And so there is a lot of programs to encourage people to either to stay, for example, only offering people money to evacuate within the same town. You might evacuate to a place of lower radiation, relatively lower radiation, within the same town. If they choose to evacuate outside of that town, then they would not qualify for that benefit, for example. They're also using financial incentives to get people to come back. So people that have evacuated, they're using incentives to come back. For example, offering them free rent in a place, or offering young families, families with children, or families that have the parents are the mother is pregnant, they're actually offering them a cash incentive to come back. One more thing too that I would like to bring up, which is not financial, but that is that there are people that might say, you know, it's only money, you know, just forget about your mortgage and just go with your family. But I wanted to talk about this issue. You just mentioned it about the emotional issue or about the psychological issue, because it's also a physical issue. But there are families where the mother is very worried about her children, but the father may not be. And the father says, if you become very worried and you speak out, then I might get fired from my job, and then I can't provide for the children, so be quiet. Or maybe both parents are worried, but the grandparents are not. The grandparents will say, no, we will not evacuate. And so do they leave their parents, their elderly parents, and evacuate, and their families become split? Or maybe they have animals. I know there are people here with a dog, you know, and I think it's wonderful that somebody with a dog can come and watch a film and come in and out, you know, this is great. Okay, it's not normal, maybe, but, okay, I thought this is very liberal, great. Okay, perfect, okay. But this dog is not just a dog, right? It's part of your family. And when this accident happened, people had to choose, do they go to an evacuation facility where they don't allow animals? What do they do with their family pet? So this is just so very complicated. Hast du deine Frage beantwortet? Ich würde gerne ein bisschen Fürsche machen. Nur eine Frage. Ja, there is one. Aber ist deine Frage beantwortet? Thank you very much for mentioning the cultural aspect as well. And we also have a situation that in Japan, if somebody dies, it's very, very efficient. You will be burnt in 2 days. So then the kind of work that was done by Dr. Yuri Wandaszewski in Belarus, like a physiological anatomist looking into the dissection of our hearts and other internal organs, and this type of work will be very, very difficult, and we may have to rely more on something like the birds, insects, all these ecological data. And then another thing I'm really concerned about is in Japan they are trying to burn all these radioactive debris, and also try to spread the food produced in this contaminated area. And then I see it as a sort of manipulating the margin of statistics
so that that will make a larger and the higher level statistics. So if you see the occurrence of the disease, then if you manipulate the very end margin slightly up or down by spreading base level contamination, and that's one thing. And another thing I wanted to know was that the epidemiology so far only established is this thyroid cancer, but as a common sense, we know there is leukemia, heart attack, and all these things. And then epidemiology so far is quite primitive medical statistics. But is there in a medical field that to look at these things and to bring it up to the normal scientific level? Thank you very much. Thank you, Andrea. Haben wir noch eine Frage dafür? Gibt es noch eine? Eine gibt es noch. Eine ganz kleine, kurze Frage. Ja, bitte. Dame dort, ganz hinten. Die Frau, ja. Ja, genau jetzt. Aber die Frage ist noch nicht beantwortet. Es war ein Statement, glaube ich, ja? It was a statement, but also a statement and a question. Well, yeah. It was both. Das werden wir sagen. I'll just make a couple of quick responses. One is, because I said two very good things that were a little bit complicated, and I want to make it a little simpler. One is that in Japan, it's very rare to do an autopsy after somebody dies. It's just very, very rare. And so I've met someone in Koryama in Fukushima who wanted, a young girl died, and I think you're very right to say that it's not only about thyroid cancer. This is just one thing that was kind of easy to understand in the beginning, but there are these other cases of leukemia and heart attacks. And a young girl, 20 years old, died suddenly of a heart attack, apparently. And of course, before Fukushima, there are cases of people who suddenly die. This is, you know, it does happen. But the parents were devastated, and this woman that I met asked her parents, please, can we do an autopsy? Please do an autopsy. And they said, no, we will not cut our daughter after she's dead. And this woman begged them, please, can we take some of her hair? And they said, no, we will not cut the hair of our daughter who died. Even if you investigate this, it will not bring her back. So it's not only the authorities who want to hide such a thing. Even the parents themselves are so devastated that they're not going to force such an autopsy. Maybe in Europe, maybe we would say, no, I will find out why my daughter died. But this is not the way that it is in Japan. And the other point that you made about the burning of debris, about raising the baseline, you know, basically, they are bringing this contaminated debris all over Japan and burning it. And a woman in the film said, you know, we should not move radiation, we should move people. And so one theory, which is what this man has brought up, is that if we spread the radiation over Japan and the base rate of cancer goes up for the general population, the government in 10 years or in 20 years will say, well, cancer rates are rising anyway. You know, there's increased pollution, maybe people smoked, you drank, you know. So you cannot say for sure that your cancer is from Fukushima radiation. So they will do everything they can to delay making a connection so that in the future they can say, well, you know, there's no proof. Okay, also what's allerletzte von der Dame. Ja, ich habe noch eine auch medizinische Frage, weil im Moment spricht man ja vor allem von Schilddrüsenkrebs und den weiteren Krebsarten, die bei diesen Personen ausgelöst werden können. Allerdings gibt es ja auch das Problem, dass die Radioaktivität die Keimbahnen schädigen können und dass dies auch Folgen auf die nächsten Generationen haben kann. Wie sind die Vermutungen? Gibt es da schon Spekulationen, wie es weitergehen wird?
nicht Spekulationen, sondern man weiß einiges. Es gibt in der Ukraine Untersuchungen, da hat Dubrova das Minisatellitengenom, das ist eine nicht kodierende Strecke in der DNA, also das sind nicht kodieren heißt ein Eiweiß produzieren, das eine Funktion hat. Aber das Minisatellitengenom eignet sich dafür, zu sehen, ob ein gewisses Ereignis in späteren Generationen Mutationen macht. Und eine weitere Arbeit, die gemacht worden ist, ist die von Weinberg. Der hat Kinder von Vätern untersucht in Israel, das sind Liquidatoren gewesen. Und diese Väter hatten Kinder gezeugt vor ihrer Arbeit als Liquidatoren und hatten später wieder Kinder gezeugt nach. Und der Weinberg hat diese beiden pre-conceptional und post-conceptional vor dem Unfall und nach dem Unfall verglichen miteinander. Und die nach dem Unfall gezeugten hatten erhebliche, statistisch signifikant mehr Mutationen. Das heißt, die Störung ist, die Kinder sind ja nicht, das ist nicht in den Kindern selber passiert, sondern es ist im Vater passiert. Das ist ein strenger Hinweis darauf, dass was sie gefragt haben, zum Tragen kommt. Aber wir wissen nicht, wie sich das in den kommenden Generationen entwickelt. Das muss man beobachten. Ja, das wäre es. Ich hoffe, es hat geholfen, auch wenn es kompliziert ist. Ich danke meinen drei Herren fürs Kommen. War sehr interessant, glaube ich. Wir könnten noch stundenlang diskutieren und ja, kommt gut nach Hause.